Okay Leute, es geht weiter mit Chrono Trigger. Es ist 23.17 Uhr und ich habe Bock aufzunehmen. Also, was ich jetzt gemacht habe, also erstmal zeigen. Also, für ihn habe ich die Flintklinge geholt. Die kriegt man, wenn man bei Chrono, also ich habe sie so ausgeschrieben, also einen Zahn plus ein Horn macht, also bei diesem alten Sack. Bei Luca habe ich Blatt plus Zahn gemacht, um ihre Rubingewehr zu holen. Bei Robo habe ich Blatt und Feder, dann Also hier Rubingewehr. Bei Robo habe ich Blatt plus Feder gemacht. Da kriegt man Steinarm. Bei Male kriegt man plus, also Blatt plus Horn. Die Weisheit habt ihr schon sowieso gesehen. Und dann gibt man noch die Rubin, also den Rubin, die Rubinweste und den Felsenhelm. Also, warte, wie war das jetzt? Den Felsenhelm bekommt man, wenn man Horn plus Feder macht. Habe ich auch so spontan rausgefunden. Und Zahn plus Feder kriegt man die Rubinweste. Also das war das Geheimnis. Und ja, das wollte ich euch noch sagen. Wenn die Leute, die das nachspielen wollen, das wisst ihr jetzt, wie man das bekommt. Und ja, was war da noch? Also Techniken hat er jetzt neu gelernt. Also zum Beispiel das hier. Gewitter 2 wirkt auf alle Gegner. Oder was hat er noch gelernt? Drillkick ist eine Kombo mit Eila. Voltzahn ist auch zusammen mit Eila. Falkschlag ist auch mit Eila. Okay, das war das. Sie hat Schmatzer, Rollo-Kick, Kratz gelernt, Wurfbeben und Venuswelle. Die hat, was hat sie dann gelernt? Flammenkick, also mit Chrono zusammen. Robo hat Heilstrahl gelernt, Robo-Angriff, Laserwirbel und Uzi-Punch, weiß nicht, was das ist. Drehkick und das war alles. Male hat Eiswurf gelernt und ja, das war alles. Und werde bald Hast lernen, also erst werde ich mal die ganzen Kombos zeigen, die ich jetzt gelernt habe. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen, um euch das zu zeigen jetzt. Also, okay, Angriff. Din, 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 din. Also, Kombo. Falkschlag, erstmal das hier. Dann zeigen wir mit ihr den Flammenkick. Also das mit Eila zusammen. Also Falkschlag ist so, sieht so aus. Und zieht 644 ab. Okay, Flammenkick werde ich auch noch gleich zeigen. Flammenkick. Du zeigst dann auch den Drillkick. Oder ja, den Drillkick zeigst du gleich auch mal. Bam! 554 und den Drillkick hier. Du zeigst mal. Du zeigst nichts. Okay, ich werde jetzt noch kurz die ganzen Moves zeigen, weil ihr wollt gerne bestimmt sehen, was das für Kicks sind. Und Attacken. Und den Voltzahn. Die Attacke sieht geil aus, weil sie macht. Son Goku macht aus hier so ein Super Saiyajin. Und hat so gelbe Haare und so. Und Bams, Bams. MMs. Und sie leuchtet gerne. Und 932 Schaden. Ja, das war das da. Okay. Ach ja, mit Leveln. Ach, das mit Leveln. Warte. Warte, Spezialattacken habe ich mit denen schon gezeigt. Oder? Habe ich alles gezeigt? Gewitter 2 muss ich noch zeigen. Wurfbeben muss ich auch noch zeigen von ihr. Katz, Kratz muss ich auch noch. Okay, dann mache ich mal kurz einen Wechsel. Luca kann jetzt rausgehen, weil sie nichts mehr so haut. Da kommst du mal rein, Robo. Und kurz zeigen wir das mal. Und weiter, 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 weiter. Also wo ist das Gewitterdings? Hier. Gewitter 2. Die werden sowieso jetzt alle sterben. Guckt euch mal die Attacke an. Das tut schon echt weh, wenn man das so ansieht. Okay, das war das. Und wenn ihr euch wundert, warum ich so leise bin, weil es ja, wie schon gesagt, 23.30 Uhr. Ich will jetzt nicht so laut beleidigen und so. Und Katz, Kratz. Rollo-Kick habt ihr schon bestimmt gesehen. Warte, was hat er gelernt? Robo-Angriff zeige ich auch mal. Robo-Angriff. Bams. Und das ist tot. Okay, das haben wir jetzt auch. Die Levels muss ich auch noch zeigen, was ich gelevelt habe. Das ist übermäßig stark, was ich gemacht habe. Also, was noch?
Wurfbeben auf den hier. Du machst mal Gewitter auf, oder? Warte, was kann er da noch mit ihm? Drehkick ist auch mit diesem Mädchen. Also, da machst du mal... Da machst du einfach mal Gewitter auf alle. Und so. Jetzt muss ich noch kurz Male zeigen. Und dann hätte ich dann alle Moves gezeigt, die ich jetzt gelernt habe. In diesen Minuten, wo ich die ganze Zeit diese ganzen Material gesucht habe für die ganzen Ausrüstung. Ich glaube, das wird sich auch lohnen, dass ich das gelohnt habe, dass ich das geholt habe. Das kommt mal hier rein. Also mit ihr ist nichts Spektakuläres, weil. Warte. Raus mit uns. Und rein mit uns. So. Jetzt rein hier. Und die ganzen Gegner sind alle erbärmlich, weil das ist heftig, was ich schon mit ihr alles kann. Eiswurf. Auf zwei Leute. Du machst mal Gewitter auf so. Und so. Und seht euch den Schaden an. Das ist heftig. Und wir haben so viel MP schon verbraucht. Und dieses Gewitter 2 zieht 8 MP ab, wie ihr gerade gesehen habt. Und macht so wenig Schaden. Okay, da muss man physische Attacken einsetzen. Und ja, wie ihr seht, ich habe auch sehr viel Schaden bei denen jetzt. Ich mache hier sehr viel Schaden, weil ich auch ein sehr hohes Level bin. Das ist heftig, was ich schon gemacht habe. Bevor ich das gemacht habe, war ich Level 19 und seht euch jetzt an. Level 25. Und Level 25, 24. Warte, ich hole jetzt Robo wieder rein. Und Robo ist 23, 24. Ja, das war's. Das war alles. Heilstrahl, also das heilt mich. Das werdet ihr sowieso sehen noch. Und jetzt kann man beim Häuptling eigentlich nichts mehr machen. Und allgemein, das Jagdgebiet habe ich auch jetzt im letzten Part auch schon alles gemacht. Gibt's auch nichts mehr. Ja, süßes Wasser trinken. Dankeschön. Dankeschön. Und Safe State. Die Erfahrungspunkte kann man ja immer gebrauchen. Und jetzt gehen wir mal endlich mal weiter mit der Story. Bin jetzt voll ausgerüstet. Ich kann nichts mehr umbringen. Warte. Und das war Steinhand oder Steinarm, was ich sagen wollte. Sie kann keine Waffe tragen, weil ihre Fäuste sie die ganze Zeit benutzt. Okay. Und ja, das war alles. Er kriegt keine Rubinweste, weil die schwächer ist als diese Mesopanzer-Ding. Kino, was tust du? Sagen! Du mit mir reden, ich will ein Sex. Eila, Kinos Kronos Zeug genommen. Warum? Kino Eila am meisten mögen. Eila Krono mögen, aber Kino nicht. Fräulein Eila, bitte wenden keine Gewalt an. Kino, du wissen, warum ich bestrafen. Eila Kino nicht mögen. Nein, Eila Kino am meisten mögen. Nicht mehr dumme Sachen anstellen, weil das schlecht. Oh, Eila. Leid tun, Eila. Leid tun, Krono. Sachen Krono zurückgeben. Okay. Nicht mehr haben. Reptiten genommen. Du Wichser. Reptiten wohin gegangen? Im Wald gerannt. Da. Eila auch gehen. Kino zurück in Dorf gehen. Kino Dorf beschützen. Während Eila weg. Okay, Eila. Das ist nervvoll, das so zu sprechen. Kino Mann. Also Kino Chef. Wenn Eila sterben. Eila, du hast ein freundliches Herz. Reptiten verflucht. Kronos Sachen holen. Okay. Okay, wir holen unsere Sachen. Wir müssen die Fußspuren folgen. Tonic Medallion. Und kann ich irgendwie runter? Ja, ich kann runter. Was zur Hölle? Okay, komische Vögel wollen mich angreifen. Und so und. Ja, wir machen einfach mal kurz einen Prozess mit unserer Waffe. Was zur Hölle? Die leben noch? Oha, okay, die halten mehr aus. Zum Glück habe ich gelevelt. Sonst hätte ich ja Probleme, oder? Warum ist es jetzt rot geworden? Wollt es explodieren oder was? Goldadler, 126 Erfahrungspunkte. Ach ja, was ich erwähnen wollte, also selbst wenn ich mit der Gruppe ja leveln, meine andere Gruppe wird, also die anderen Leute, die in meiner Gruppe sind, werden auch dabei mitgelevelt. Habe ich auch letztens so gemerkt. Hallo. Wie kann ich an die Schatztruhe hier ran? Okay, Kivala will irgendwie mucken. Noch ein Kivala und kommt noch ein Kivala. Okay, da oben ist ein Kivala. Kivala, kommt der Kivala. Euch töte ich mit alle mit einem Schlag. Okay, der ist schon tot.
Diese Teile sind so schwach. Ja, und jetzt Robo, letzter Schlag, komm. Gut gemacht, sehr, sehr gut. Und weiter, Robo erreicht nächste Stufe. Also er ist jetzt auch Level 24. Und jetzt holen wir uns die Truhe. Truhe holen, Tonic-Medaillon, yeah. Okay, da komme ich noch nicht ran. Da hole ich mir das hier noch. Beta-Medaillon. Warte, wo muss ich denn alles hin? Wie viele Wege gibt es denn? Warte mal, kann ich irgendwo in den Weg, in den Wald hier rein? Okay, da war ich richtig. Okay, da muss ich da rein. Aber erstmal die ganzen Sachen holen, das ist ja wichtig. Okay, ich hoffe, ich vergesse hier nichts. Wenn doch, muss ich dann wieder zurück. Und darauf habe ich keinen Bock. Warte, kann man da nicht rein? Irgendwie sieht das aus, als ob man da reingehen konnte. Okay, dann gehe ich aber hier. Ach so. Okay, ich dachte, hier kommen jetzt Gegner. Truhe öffnen. Eine Belebung. Und was gibt's hier? Hallo, gibt's hier irgendwas? Anscheinend nicht. Was bist du für ein goldenes Affenteil? Bist du der Im Fliege... was zur Hölle? Drillkick auf den hier. Und gib ihm den letzten Schlag. Bist du tot? Okay, der ist schneller tot als die anderen. Das ist gut, dass ich gelevelt habe. Ich glaube, da habe ich auch gute Chancen gegen den Boss. Der heißt Niblim oder Nibbles oder wie der heißt auch noch. Okay, komm. Den werde ich auch noch schnell schaffen, den Boss. Zahn halten, rot. Ja, die brauche ich sowieso nicht mehr, weil ich schon die ganz beste Rüstung habe. Also merkt euch, was ich gesagt habe. Wie man die ganzen Sachen holt. Warte. Okay. Warte mal. Ah, das sieht alles so verdächtig aus. Kann ich da irgendwie hoch? Ah, da gehe ich. Ach, da muss ich sowieso gleich hoch. Warum mache ich mir eigentlich Sorgen? So. Und so. Du Spasti auch. Okay. Angriff. Ich mache einfach ganz einfach normale Angriffe. Wir können extra keine Magie verschwenden, weil die haben sowieso wenig Leben und die machen auch wenig Schaden, seitdem ich gut gelevelt habe. Das ist am besten auch noch. 78. Angriff, Angriff. Ja, bei mir machen sie noch so viel Schaden, aber egal, ist nicht so schlimm. Das Mädchen ist abgehärtet, weil sie in dieser Gegend ja wohnt. Sprinter. 96. Okay. Okay, sehen wir uns mal an, ob die anderen gelevelt sind. Nein. Und was gibt's hier? Nichts, anscheinend. Komische Vögel, die mich angreifen. Egal, das ist auch gut, dass ich auch ein bisschen leveln kann noch. Da kann ich noch ein bisschen mehr overlevelt sein. Das ist ja auch was Gutes. Okay, jetzt kommst du. Sturzflug. 17 Schaden, okay. Ich dachte, irgendwas Spektakuläres kommt, aber anscheinend wollen die nicht. Okay, Gold, Alter, tot. Jetzt kommt der andere von denen. Mit 214 Schaden. Okay, der ist weg. Endgültig weg. Okay, der wird rot. Der wird zum Antichristenvogel. Yeah. 183, ja. Krone reicht nächste Stufe. Das heißt dann, dass die andere auch... Dass die andere auch Level 25 ist. Nein? Ich dachte, das war immer so, aber egal. Warte mal, da gab es auch einen Weg nach unten. Ach komm. Hä? Wie zum Teufel soll ich da runterkommen? Willst du mich verarschen? Ein Tonic Medaillon, okay. Okay, ein Affe. Okay, nur ein einzelner Affe oder was? Das wird. Okay, da kommen diese komischen Kivala. Kommt noch ein Kivala. Du Wichser. So. Okay, das Teil ist bald tot. Das hat ein sehr kurzes Leben. Und ja, das auch ein sehr kurzes Leben.
Ich weiß, Leute, ich bin ein bisschen overlevelt, aber das war auch nicht geplant. Ich hätte auch einfach, wenn ich die ganzen Ausrüstung hätte, hätte ich einfach weitergemacht, aber das Schicksal wollte es nicht. Ohne Heilung gehalten. Okay, wie komme ich jetzt auch über den Weg da unten hin? Warte. Ah! So komme ich dahin. Okay. Okay. Da komme ich an die Schatztruhe hier ran. Mit Ethermillionen. Und wo führt mich das hin? Zu zwei Dinos. Die denken, die könnten mich jetzt umbringen. Komm, 20 Schaden ist ja nicht so schlimm. 24 auch nicht. Die haben am Anfang mehr Schaden gemacht, aber seit ich trainiert habe, hat sich das sehr schnell geändert. Und weg mit dir. Sehr, sehr gut. Komm, 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 komm. 96. So. 81. Entscheide dich, wo du hinsprinten willst, du Sprinter. Und weg mit dir. 96 Erfahrungspunkte. Horn erhalten. Yep. Warte, wo geht's denn da lang? Was zur Hölle? Ah, okay, das führt mich dann wieder zurück. So, okay. Das war das da. Okay, das hat sich jetzt auch erledigt, die Sache. Wir gehen jetzt einfach mal zurück, oder? Ja, zurück. Also, nein, weiter meine ich. Okay, jetzt müssen wir in die Höhle. Reptitennest. Speichern wir ab. Und so weiter. Kann ich auch irgendwie hier rein? Okay, das ist eine sehr große Höhle. Lass mich verarschen. Okay, sind die jetzt einfach eingegraben worden oder was? Halbschlag, so. Du machst mal den Robo-Angriff auf den hier. Das muss was gebracht haben, dass ich gelevelt habe. Ja, das hat was gebracht. Sehr viel auch noch. Und BAMS! 217. Blutsauger. 243. Okay, das wird auch ein Heidenspaß werden. Kommt hier raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ich hoffe mal, das war jetzt richtig. Ethermillion. So. Okay. Nein. Falkschlag. So. Robo-Angriff auf den Vollpfosten hier. Der Falkschlag zieht noch 4 MP ab. Ist doch gut eigentlich. Oha. Der Pflanze hat sie echt demoliert. Und BAMS! Okay. Ich bin overlevelt. Das hat jetzt alles bewiesen. Oha, das ist heftig. Das ist heftig, heftig. Ey, die haben komische Zeichen hier. Kann ich noch diesen Weg runtergehen oder was? Okay. Okay. So, Rubinweste. Ach, warum habe ich dann extra das dann. Wieso habe ich dann extra diesen behinderten Ausweg gemacht? Falkschlag, so. Der Falkschlag trifft jetzt alle. Ja, Leute, ich muss nicht so viel machen. Und auch nicht so viel Magie einsetzen. Außer 4 MP für Chrono. Und das kann ich schnell mit einem Ether aufheilen. Und so und so. Dankeschön. Und die gehen jetzt den Weg runter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überall richtig hinkomme. Ich bin jetzt beim Reptitennest. Okay, ich bin jetzt beim Reptitennest. Okay, die werde ich auch schnell umbringen, aber sehr schnell. Falkschlag. 24, das. Verdammt! Verdammt, okay, Raketenrolle dann. Ja, das Mädchen ist eingeschlafen, aber egal. Raketenrolle, komm her. Die Teile sind weg, oder? Ja, die Teile sind sehr schnell weg. Din, 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 din. 288, yeah, yeah. Sehr, sehr gut. Und den, was bist du für ein Dino? Megasaurus.
Falkschlag. Ach, das ist erbärmlich. Und so. Und Bams. Okay, das Dino-Ding bleibt noch. Aber das ist gute Erfahrungspunkte. Katz, Kratz. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Stich. 201. 100. Wie lange willst du noch leben? Oder was willst du bei mir machen? Ach du Kacke, willst du mich verarschen? Deswegen bist du zu mir gekommen? Um 26 Schaden zu machen? Willst du mich verarschen? Boah, so ein Schwächling. Stirbst du? Ja, endlich. 219, 4 Tech-Punkte, so. Okay, jetzt kriegen wir noch die Schatztruhe da. Ether Volume 1, Ether Belegung erhalten. Von wo kommt ein Dino? Okay, von da kommt ein verdammtes Dino-Teil. Wir machen einfach mal Voltzahn auf den hier. Du machst einfach einen Robo-Angriff auf den hier. Okay, der ist weg. Ach, scheiße. Maxi-Klon, komm. Das Mädchen bringt es was? Nur ein bisschen. Robo-Angriff und Angriff. Eila soll auch mal aufstehen. Oder kann Krone ja sie wenigstens vögeln oder so, während sie schläft. Verdammte Kacke nochmal. Raketenrolle. Ich muss gleich meine MP wieder auffüllen. Dieses Megasaurus-Ding ist schon heftig. Was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gelevelt hätte? Hahaha, dann hätte ich so reingekackt. 90. Und so, 41. Ja, fick dich doch ins Knie. 29 Schaden, okay, ist nicht so schlimm. 44. Und so, und so, und so. 40. Ey, wie lange willst du noch leben? 28 Schaden, das ist echt erbärmlich. Komm, 40. Dankeschön. 219, yep. Okay, komm her. Jetzt holen wir uns mal die Schatztruhe hier. Mit einem Felshelm. Ach, das war alles unnötig. Warte, gibt es irgendwo eine Lücke noch? Anscheinend nicht. Dann ist das echt die einzige Lücke, die wir jetzt gehen können. Ich bin nicht mal dahin gegangen, aber egal. Nach meiner Meinung wird ja sowieso nicht hier gefragt. Geh wieder zurück zu deinem Kumpel. Du machst mal einen Robo-Angriff auf den komischen Gegner hier. Shiitake wird jetzt umgebracht. Und so, 426. Shiitake wurde umgebracht. Und so, dankeschön. Okay, das wird ein leichtes Spielchen. Und Falkschlag, so. Fick dich doch ins Knie. Okay, so. Und mein Leben. Ach, scheiße, ich muss mich gleich auffüllen. Habe ich einen normalen Angriff gemacht? Nein. Robo-Angriff. Was, ist abgehauen? Okay, ist abgehauen. Okay. Okay, wenn er nicht kämpfen will, ist seine Sache. Okay, gehe ich mal hier rein. Warte, Save State. Ich habe irgendein ungutes Gefühl, dass irgendwas kommt. Oder wo bin ich jetzt wieder? Egal, komm, Angriff. Angriff auf den hier. Viehgraffe oder wie der heißt. Ach so, okay, ich dachte, er macht jetzt Schaden auf mich. Aber anscheinend nur auf das Mädchen. Egal. Egal, ist nicht mein Problem. 163 und weg mit dir. Und so, und so, und so. Eile reicht nächste Stufe. Speichern. Boah, das ist heftig jetzt. Was kommt jetzt? Okay, da kommen wir wieder hierher. Okay, aber ich... Wie schon gesagt, ich werde erstmal alles ausprobieren, was man machen kann. Und die eine Höhle ist ja noch da, wie ihr gerade gesehen habt. Deswegen werde ich da alles noch ausprobieren. Falsch. Nein, 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 nein. Verdammte Scheiße.
Ach, scheiße. Maxi-Klon. Komm, lass mich angreifen. Ich lebe noch. Und du hast verfehlt. Egal, das ist dein Pech. Willst mich verarschen? Wieso habe ich jetzt immer wieso habe ich diesen Spasti angegriffen? Mann! Und so und so und so. 220 weg. Du bist weg. Mit 180 Schaden. Okay. 324, so. Okay, jetzt müsst ihr diese Höhle da betreten. Die dir noch einzige, die ja noch als einzige übrig ist, die ihr noch nicht betreten haben. Okay, so. Und Angriff, 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 Angriff. Die sterben schnell. Was zur Hölle? Ich dachte. Ach egal, komm. Okay, jetzt bist du weg. Ach, das ist langweilig. Ja, wenn man ein bisschen overlevelt ist, dann ist es immer langweilig. 262, Feder. Okay. Ich muss das mal ein bisschen heilen. Jetzt möchte ich mal seinen Heilstrahl benutzen. Allen einiger. Okay. So, das war gut. Und ein Safe State zur Sicherheit.